shit. This is Paul Auster. Could I speak to Mr. Quinn? Mr. Quinn? Is this some kind of joke or what? No. I have to talk to Mr. Quinn. Would you please put me on the line? Spell out the name. Q-U-I-N-N. It's not Queen. No, Quinn. I'm sorry. There's no Mr. Quinn here. But I've got that damn red notebook. You've dialed the wrong number. Oh, sorry. Sorry. Hinter verschlossenen Türen von Paul Auster. Bearbeitung aus dem Amerikanischen Hubert Wiedfeld. Regie Norbert Schäffer. Shit. Ja, hallo. Sie kennen mich nicht. Entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie einfach so anrufe. Aber es sind Dinge passiert, die mir keine andere Wahl lassen. Ich bin Sophie Fanshawe. Fanshawe? Fanshawe? Ja, Sophie Fanshawe. Sie sind mit meinem Mann aufgewachsen. Ich habe viele Ihrer Artikel gelesen und Fanshawe hat mir von Ihnen erzählt. Sie wohnen in New York? Ja, in Chelsea. Fanshawe ist verschwunden. Verschwunden? Ich habe seit 6 Monaten nichts von ihm gehört. Die Polizei hat nichts herausgefunden. Ein Privatdetektiv ebenfalls nicht. Er ist wahrscheinlich tot. Oh, das ist... Es gibt etwas Wichtiges, über das ich mit Ihnen sprechen muss. Können wir uns treffen? Aber ich habe seit Jahren nichts von Fanshawe gehört. Ginge es morgen? South Bronx, New York. 24. November 1976. Abends. Fanshawe war immer da. Er ist der Ort, an dem alles für mich beginnt. Er ist es, den ich sehe, wann immer ich aufblicke. Er ist es, der bei mir ist, der meine Gedanken teilt. Wir finden zueinander, bevor wir noch sprechen können. Aber das ist vor langer Zeit. Chelsea, New York. 25. November 1976. Wir lernten uns vor 3 Jahren kennen. Wir zogen zusammen, heirateten. Fanshawe freute sich auf das Kind. Eines Tages im April sagte er, er wolle seine Mutter in New Jersey besuchen. Er kam nie dort an. Ich wartete. 1 Woche, 2 Wochen. Dann ging ich zur Polizei. Man sagte mir, jeden Tag verließen in New York Ehemänner ihre Frauen. Meine Schwiegermutter engagierte einen Privatdetektiv. 4 oder 5 Wochen. Dann gab Quinn den Auftrag zurück. Nein, er wollte kein Geld. Vielleicht ist er noch im Lande, vielleicht tot, vielleicht lebendig, wer weiß. Quinn hatte Erfahrung. Er war kein Scharlatan. Aber Fanshawe hat sich nicht einfach davongeschlichen. Das ist nicht seine Art. Ich kenne ihn. Ich liebe ihn. Es muss ihm etwas Schreckliches zugestoßen sein. Eine Amnesie? Man greift nach jedem Strohhalm. Woche um Woche verging. Ich war im 8. Monat schwanger. Mein Kind nahm all meine Gedanken in Anspruch.
In mir war kein Platz mehr für Fanshawe. Vielleicht begann ich ihn auch zu hassen, weil er mich verlassen hatte. Entschuldigen Sie. Das Kind wedelt mit den Armen, besabbert sich das Kinn. Ich will das alles bewundern. Will bewundern, wie das Baby gestillt wird. Erst mit der einen, dann mit der anderen Brust. Ich will sagen, wie sehr ich es bewundere. Doch ich sehe mich nur in eine andere Welt stürzen. Vollkommen ungeschützt. Eines Morgens wachte ich auf und wusste, er würde nie zurückkommen. Nie. Zum ersten Mal konnte ich weinen. Ich trauerte um einen Toten. Fanshawe war mir für eine Reihe von Jahren gegeben worden. Jetzt war er fort. Ich hatte an unser Kind zu denken. Nur so konnte ich weiterleben. Ben ist jetzt 3,5 Monate alt. Er braucht mich ganz. Was machte Fanshawe, als Sie ihn kennenlernten? Jobs, mal hier, mal da. Kellner, Anstreicher, Möbelpacker. Geld bedeutete ihm nicht viel. Und davor? Er redete nicht gern über die Vergangenheit. Harvard. Arbeit auf einem Schiff. Ach, ich weiß es nicht genau. Einige Jahre Frankreich. Als wir zusammenzogen, arbeitete er nicht mehr. Ich habe einen Job als Musiklehrerin. Es reichte für uns beide. Möbelpacker, Anstreicher, ich habe ihn seit 10 Jahren nicht gesehen, aber das ist nicht Fanshawe. Doch. Nein. Er hat nie aufgehört zu schreiben. Ist es das, Mrs. Fanshawe? Er wurde Schriftsteller. Er brauchte die Jobs, um schreiben zu können. Warum habe ich nie von ihm gehört? Wenn er Schriftsteller war, wäre ich irgendwann auf seinen Namen gestoßen. Es ist mein Beruf. Hat er keinen Verleger gefunden? Es ist komplizierter. Er hat nie versucht, etwas zu veröffentlichen. Erst meinte er, seine Arbeiten seien nicht gut genug. Später fand er Gefallen an seiner Existenz im Verborgenen. Fanshawe? Es machte mich wahnsinnig, die Manuskripte in Koffern versteckt zu sehen. Entschuldigen Sie. Ich sehe nur Sie. Ben. Schön. Benny. Schlank. Baby. Jung. Lange braune Haare. Dunkle, intelligente Augen, ruhiger, kühler Blick. Dahinter ein Schimmer von Leidenschaft. Eine gewisse Trägheit ihrer Gesten, sinnlich und wachsam zugleich. Kein Mann würde diese Frau je freiwillig verlassen. Noch bevor ich dieses Apartment auch nur betreten hatte, dachte ich nur noch eines. Fanshawe muss tot sein. Ich war drauf und dran, einiges hinauszuschmuggeln. Einen Verleger zu finden. Aber es gibt Regeln in einer Ehe. Und Fanshawe vertraute mir. Und Sie drängten ihn nicht? Er zuckte nur die Achseln. Keine Eile. Irgendwann. Aber eines Tages, 3 oder 4 Monate bevor er verschwand, gab er mir ein Versprechen. Innerhalb eines Jahres wollte er etwas unternehmen. Er gab sein Wort. Falls er sein Wort bräche, sollte ich alle seine Manuskripte Ihnen übergeben. Mir? Paul ist der Hüter meines Werks. Er wird entscheiden, was damit geschehen soll. Taugt es nichts, soll er alles vernichten. Guter Gott. Eine feierliche Szene. Eine Testamentseröffnung.
Vollkommen untypisch für Fanshawe. Er hasste solche Posen. Er war verändert. Vielleicht, weil er Vater wurde. Ich träumte insgeheim davon, meinen Job aufzugeben. Ohne Geldsorgen das Kind großzuziehen. Erfolg, Ruhm, Geld. Natürlich ging alles schief. Er hat sein Wort gebrochen. Warum ich? Guter Gott, es sind 10 Jahre vergangen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Er hat oft von Ihnen gesprochen. Und immer, wenn Ihr Name fiel, beschrieb er Sie als seinen besten Freund auf Erden. Seinen einzigen Freund. Er las all Ihre Artikel, kaufte alle Zeitschriften, für die Sie schreiben. Er bewunderte Sie. Er war stolz auf Sie. Er war davon überzeugt, in Ihnen stecke etwas Großes. Etwas ganz Großes. Wir lasen gemeinsam Ihre Mallarmé-Übersetzungen. Sie waren immer da. Sehen Sie nur. Das alles? All diese Mappen, Notizbücher, Hefte, Zettel? Das sind tausende von Seiten, 2 Koffer. Ein Lebenswerk. Und niemand hat es je zu Gesicht bekommen? Niemand. South Bronx, New York. 9. Dezember 1976. 2 Koffer. Pappe. 100 Gedichte. 5 Einakter. 3 Romane. Skizzen. Einfälle, Notizen, Ideen, Papier, Papier, keine Briefe, keine Tagebücher, kein einziger Hinweis auf mich, kein einziges Wort. 2 Wochen für die Innereien 2er Koffer aus Pappe. Ich lese, ich zerschnüffle diese Papierberge. Wut? Neid? Fanshawe ist besser, als ich es je sein werde. Aber er ist nur besser, wenn ich es zulasse. Ich habe die Macht, eine Leiche aus ihrem Grab zu stehlen und in Stücke zu reißen. Einen Augenblick hätte ich gedacht, sie würde zu weinen beginnen. Sie küsste mich nur flüchtig. Dann schleppte ich die 2 Koffer langsam die 5 Treppen nach unten zur Straße. Zusammen waren sie so schwer wie ein Mann. Upper East Side, New York. 5. Februar 1977. Köstlich. Und? Heute nichts über Verleger, Paul. Mm. Nichts über Lektoren, nichts über Geschäfte. Bitte. Versprochen. Also gut. Nach 20 Minuten dämmerte ihr, dass ich kein Schwarzer war. Sie war blind? Naja, halb. Ich war der erste Weiße in ihrer Wohnung. Ihre Eltern waren noch Sklaven. Und es war Sommer. Heiß in den Straßen und feucht, unerträglich. New York eben. Ich zog mit meiner roten Umhängetasche durch Harlem und kam mir ziemlich blöd vor. Ich landete im Hauptquartier eines illegalen Zahlenlotters. Kein Interesse, mein Sohn. Und dann diese 13-köpfige Familie. Alle waren sie 22 und nie da. Wie kann man das Volk zählen, wenn niemand die Tür öffnet? Sie sehen hinreißend aus, Sophie. Es ist das erste Mal, dass ich ausgehe. Seit Bens Geburt. Ich wollte anders aussehen. Eine schöne Moby Dick-Ausgabe. Die Illustrationen sind herrlich. Ein bisschen zu kostspielig für den 30. Geburtstag. Das Volk. Wie haben Sie es gezählt, Paul? Also, ich ging zu meinem Boss. Ich sehe, du bist ein intelligenter Junge. Wenn eine Tür nicht aufgeht, heißt das noch lange nicht, dass niemand da ist. Du musst deine Fantasie benutzen, mein Sohn. Schließlich wollen wir doch nicht, dass die Regierung unglücklich ist, oder? Die Regierung will ausgefüllte Formulare. Je mehr sie bekommt, umso besser fühlt sie sich. Das war nicht das Ende? Der Job wurde erheblich leichter. Keine Beinarbeit mehr.
Aus dem Ermittler wurde ein Erfinder. Ich spezialisierte mich auf Großfamilien mit komplizierten Strukturen. Eltern, Kinder, Cousins, Onkel, Tanten. Stiefbrüder, Halbbrüder, Schwippschwager. Namensvettern. Minderjährige Mütter mit 30-jährigen Kindern. Und die Namen. Ich musste mich zurückhalten, wirklichkeitsgetreu. Mit ein paar Kunstgriffen. Farben. Brown, white, black, blue. Green, dark. Romanfiguren. Finn, Redburn. Bud. Wilson, Wakefield, Fanshawe. Ich liebte die Namen des Himmels. Orwell Wright, Amelia Earhart, Schubert, Ives. Literatur? Melville, Hawthorne, Poe? Entfernte Verwandte, ehemalige Schulfreunde, ein Anagramm meines eigenen Namens. Es war kindisch, ich weiß. Sie haben ein schlechtes Gewissen? Niemand konnte etwas dagegen haben. Wem schadete es? Die Verhältnisse rechtfertigten auch meine Vorliebe für große Familien. Ich erfand Hunderte, Tausende. Ich setzte die Regierung unter Druck. Sie musste Gelder bewilligen, die Armut bekämpfen. Und es machte Spaß. Ein Deal mit toten Seelen? Es machte Spaß, Leben zu erfinden, die nie existiert hatten. Nie existieren würden. Geschichten. Paul, ein Geschichtenerfinder. Jeder weiß, dass Geschichten erfunden sind. Wir wissen, dass sie nicht wahr sind, sogar wenn sie Wahrheiten erzählen, die wichtiger sind als die Wirklichkeit. Aber es bleiben Geschichten. Nur, ich pflanzte meine Geschöpfe direkt in die reale Welt ein. Ist es dann nicht möglich, dass sie auf eine reale Weise in diese reale Welt eindringen, um schließlich ein Teil des Realen zu werden? Aber niemand möchte Teil einer Fiktion sein. Auch dann nicht, wenn die Fiktionen real sind. Sophie, ich... Ach, Paul. Ich bin so froh, dass ich hier bin und nicht woanders. South Bronx. 17. Februar 1977. Dass ich Fanshawe liebe. Dass er mein engster Freund ist. Dass ich ihn besser kenne als irgendjemanden. Nichts wird es hier erschüttern. Und doch sehe ich mich vor Fanshawe zurückweichen. Ich sehe, wie sich ein Teil von mir ihm widersetzt. Ich sehe, wie unwohl mir in seiner Gegenwart ist. Ein geheimes Gefühl, ein Schatten des Zweifels. Ist er nicht besser als ich? Ist er nicht mehr er selbst, als ich es je sein kann? Upper East Side, New York. 20. Februar 1977. Tut mir leid, Paul. Hat etwas länger gedauert. Und? Was sagst du? Tja. Stuart Green, du bist Cheflektor eines der größten Verlagshäuser in New York und ohne Frage auf dem Weg nach oben. Tja, ist zu wenig. Tja, Fanshawe. Ich konnte erst nicht viel mit dem Namen anfangen. Natürlich konntest du nicht. Er war nie auf deinen Stehpartys, auf denen du deine Literaten triffst. Paul. Dann aber kam ich drauf. Dieser ungewöhnliche kleine Junge. Er war mit dir und Roger in einer Klasse. Mein kleiner Bruder Roger pflegte darauf zu bestehen, Fanshawe würde eines Tages Präsident werden. Der ist es doch, oder? Neverland ist ein Meisterwerk. Du könntest jahrelang von der Reputation zehren, ein Genie entdeckt zu haben. Ein unbekanntes amerikanisches Genie. Schon wahr. Ich würde den Roman sicher im Haus durchsetzen. Ein merkwürdiges Buch. Kein typischer Roman, überhaupt nicht typisch. Ein Risikobuch. Wirklich bedauerlich, dass dieser Fan schon nicht greifbar ist. Würde gern mit ihm arbeiten. Es gibt da Passagen... Stuart, Lektoreneitelkeit. Das Buch ist perfekt. Jeder Autor würde sich wünschen, dieses Buch geschrieben zu haben. Ein wunderbares Buch, Stuart. Keine Frage, der Mann kann schreiben. Konnte. Seitdem ich es gelesen habe, geht es mir nicht aus dem Kopf. Es ist immer da. Immer, wenn ich an nichts zu denken glaube, ist es da. Ich glaube, wir sind da auf etwas gestoßen. Ich denke wirklich, wir sind da auf etwas gestoßen. Aber man müsste hier und da... Stuart, du wirst noch froh sein, das Buch nicht angerührt zu haben. Wenn du es erst ganz verstanden hast. Das wird sich zeigen. Ach, Paul. Weißt du übrigens, was Joseph Buckingham in New England Galaxy über Fanshawe geschrieben hat? Am 31.10.1828? Über Nathaniel Hawthorns Erstling, dessen Urheberschaft er zeitlebens bestritten hat? Nein. Fanshawe, eine Love Story wie 10.000 andere, hat ein Geheimnis, einen Verschwundenen, einen Schurken, eine finstere Kneipe,
fast ein Duell und dem Himmel sei Dank ein Ende. Tja. Clever, Stuart. Clever. Nicht clever, Paul. Harvard. Hier geht es um Neverland, Stuart. Ach, Paul. Du schreibst außer deinen schönen Artikeln nicht am Ende an deinem großen Roman? Aber Stuart, ich bin der junge, aufstrebende Kritiker. Ich produziere Staub. Ich bin innerlich alt und verbraucht. Ich darf über alles schreiben. Film, Theater, Kunst, Musik, Bücher, sogar Baseball. Man muss nur bestellen, ich liefere. Das ist mein Job. Ich hoffe, wir machen da keinen Fehler, Paul. South Bronx. 25. Februar 1977. Ich erinnere mich. Wir sind nicht älter als 4 oder 5. Fanshaws Eltern haben sich irgendein Gerät gekauft, einen Fernseher vielleicht. Der Karton steht in Fanshaws Zimmer. Er verbietet mir, in diesen Karton hineinzukriechen. Es ist mein Geheimplatz. Wenn ich in diesen Karton hineinkrieche und ihn verschließe, kann ich gehen, wohin ich will, kann ich sein, wo ich will. Wenn jemand anders diesen Karton betritt, ist der Zauber für immer verloren. Er sagt es, und ich glaube ihm. Ich erinnere mich. Wir spielen in Fanshaws Zimmer, wir stellen Soldaten auf, wir malen Bilder. Ganz plötzlich sagt Fanshaw, er gehe jetzt in seinen Karton. Ich versuche weiterzuspielen. Es gelingt nicht. Was passiert in Fanshaws Karton? Ich verbringe Minuten damit, mir all die Abenteuer vorzustellen, die er erlebt. Was passiert in Fanshaws Karton? Ist es das? Wurde er deshalb Schriftsteller? Diese verhärtete Innerlichkeit. South Bronx, 15. Oktober 1977. Shit. Ja, hallo. Hallo, wer ist da? Hallo. Leg nicht auf. Bitte? Wer ist da? Leg nicht auf, unterbrich nicht. Was zum Teufel? Hör einfach zu. Fanshaw? Dieses ist deine letzte Nachricht. Fanshaw? Um dir zu danken für alles, was du getan hast. Ich bin in deiner Schuld. Fanshaw? Für dich bin und bleibe ich tot. Was zum Teufel? Kein Wort zu Sophie. Sie soll sich von mir scheiden lassen. Heirate sie so schnell wie möglich. Ich vertraue dir. Ich segne euch. Das Kind braucht einen Vater. Ich habe nicht den Verstand verloren. Ich habe nur Entscheidungen getroffen, die nötig waren. Such mich nicht. Solltest du mich finden, werde ich dich töten. Meine Hoffnung ist, dass du immer der sein wirst, der du bist. Mit mir ist das eine andere Geschichte. Fanshaw! Fanshaw! South Bronx, New York. 11. Dezember 1977. Ja, das ist doch klar. Eigentlich sollte die Geschichte hier enden. Das junge Dichtergenie ist tot, doch sein Werk wird weiterleben. Man wird sich auch künftig seines Namens erinnern. Sein Freund aus frühen Kindertagen hat die schöne junge Witwe gerettet und die beiden werden von Stund an glücklich und zufrieden weiterleben. Bis ans Ende aller Tage. Amen. Eigentlich sollte die Geschichte hier enden, doch es zeigt sich, dass dies erst der Anfang ist. Der Anfang der Geschichte. Lieber Paul, liebe Sophie, lieber Paul.
Wir alle wünschen euch von Herzen eine glückliche Zukunft. Stuart, ich danke dir. Esst, trinkt, amüsiert euch. Ah! Wo werdet ihr wohnen? Wahrscheinlich am Riverside Drive, wahrscheinlich. Und heute Nacht? Ja, heute Nacht. Im Plaza? Sie wohnen im Plaza. Ist das schon alles glatt gelaufen? Also ich hatte... Alles wunderbar, alles bestens. Birmingham, Alabama. Und Paul hat Ben adoptiert? Er hat Ben adoptiert. Dein Artikel über Fanshawe war toll. Wirklich, ganz einfach toll. Danke. Paul! Wohin fahrt ihr? Über Weihnachten zu meinen Eltern, Minnesota. Und dann anderthalb Wochen Bermudas. Paul, dein Fanshawe-Artikel war ein Treibsatz. Der Verkauf von Neverland ist gut, sehr gut. Kritiken gut, sehr gut. Paul, es läuft großartig. Die erste Auflage ist so gut wie weg. Schön, wirklich. Wie im Märchen, Paul, wie im Märchen. Wir werden eine zweite Auflage drucken. Ich möchte mal so sagen, Fanshawe ist ein schwieriger Autor. Komplizierte Strukturen und so weiter. Und angesichts der Neigung des geschätzten Publikums, sich solchen Dingen fernzuhalten, ist das schon ein beachtlicher Erfolg, jenseits aller Erwartungen. Sicher kein Bestseller, das sicher nicht, aber... Da fließen die Tantiemen, Paul, Tantiemen. Ich habe mich im Verlag durchgesetzt. Hörst du mir überhaupt zu? Paul, wir werden als nächstes Miracles machen. In einem halben Jahr die Gedichte, dann Blackouts und die Theaterstücke. Ist das nichts, Paul? Paul! Nun hör mal. Hätte ich alles selber gemacht, ich hätte mich wieder und wieder mit Fanshawe beschäftigen müssen. Er ist tot, aus, vorbei. Paul hat das großartig gemacht. Und ich will nicht die Rolle der offiziellen Witwe spielen. Nicht die Muse des toten Dichters, nicht die schöne Heroine. Verstehst du? Ich will leben. Leben! Stuart, komm, lass uns später... Es gibt da, ich sag es direkt, es gibt da einige Leute... Neider, klar. Aber ich muss es dir sagen, einige Leute beginnen daran zu zweifeln, dass es Fanshawe je gegeben hat. Sie meinen, du hättest Fanshawe erfunden. Eine Inszenierung. Sie sagen, du hättest die Bücher selber geschrieben. Alles selber geschrieben. Interessante Geschichte, sehr interessant. Aber schließlich hat Shakespeare seine Stücke auch nicht selber geschrieben. Aber guter Scherz, wirklich, guter Scherz, sehr gut. Ich könnte Gefallen daran finden. Ich schreibe dir glatt noch ein, zwei Fanshawe-Romane, Gedichte, was du willst. Paul... Riverside Drive, New York. 19. April 1978. Ich vergrabe mich in der Gegenwart. Solange ich nicht aufblicke, kann mir das Unheil nichts anhaben. Sophie gibt mir Sicherheit. Nichts kann uns trennen. Nicht der tote Fanshawe. Nicht der lebendige Fanshawe. Ich bemerke kaum, dass ich weniger arbeite. Seit Februar leben wir in dieser Wohnung. Wir leben von Fanshawes Geld. Schecks kommen für dieses und jenes. Tantiemen, Vorschüsse. Ich kann mich Dingen zuwenden, die ich immer hatte tun wollen. Mein Kopf ist voller Ideen. Aber die Wörter sterben, wenn ich zur Feder greife. Mitten im Satz zerbricht der Plot. Die Teile lassen sich nicht zusammensetzen. Keine Kraft zum Träumen. Es fällt mir schwer, nicht an ihren Körper zu denken. Wir vögeln uns durch die Zimmer, bis jedes seine eigene Erinnerung hat, aus der andere Zimmer entstehen, in denen die Gegenstände nicht mehr Dinge sind, sondern Echos unserer Begierde. Während Ben schläft, etwas kündigt sich an. Ich bin verwundbar. Upper East Side, New York.
20. Mai 1978. Wir sollten das schon genau nehmen, Paul. Du bist Herausgeber, Paul, weiter nichts. Wir müssen uns auch gegenüber unseren Geschäftspartnern absichern. Sophie ist die Erbin. Sie vertritt auch Ben. Ganz nebenbei, ich habe heute die Taschenbuchrechte für Neverland verkauft. Paul, es liegt kein Testament vor. Ihr solltet das Geld auf ein Trust-Account... Ich vertraue Sophie. Sophie vertraut mir und Ben... Dies ist ein Geschäft, Paul. Wenn es nach mir ginge, ja, aber... Ist gut, Stuart, ist gut. Du musst das verstehen, Paul. Da ist immer noch dieses Gerücht, du hättest Fanshawe nur erfunden und alle seine Bücher. Juristisch ist das heikel. Lächerlich. Kannst du mir sagen, warum ich mir die Mühe machen sollte, ein ganzes Oeuvre zu schaffen, um dann auf den Ruhm zu verzichten? Glauben die Leute wirklich, ich sei fähig, ein Buch wie Neverland zu schreiben? Ja, Paul. Warum nicht? Die einzig verlässliche Methode, eine solche Frage zu klären, ist die, jemanden zu beauftragen, eine Biografie Fanshawes zu schreiben. Das ist es. Natürlich. Die Aufklärung des Fanshawe-Mythos. Vollkommen einleuchtend. Natürlich. Das tote Genie gibt seine Geheimnisse preis. Wunderbar. Die Aufhellung der dunklen biografischen Hintergründe eines Klassikers der Moderne. Paul. Paul. Du wirst es machen. Du machst es doch. Du wirst es machen. Großartig. Du bist der Einzige, der... Du wirst das Buch schreiben. Es erscheint, wenn die Fanshawe Edition komplett vorliegt. Du kannst dir Zeit nehmen, ein Jahr, was weiß ich. Es wird ein außergewöhnliches Buch. Ich werde einen Vorschuss veranlassen. Wir bezahlen die Recherche. Ich vertraue dir voll und ganz. Du wirst es machen. Oder? Ich muss darüber nachdenken. Nein, 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 Paul. Keine Entscheidungsarien. Riverside Drive. 20. Mai 1978. Es ist Februar. Es beginnt zu schneien. Ich sehe uns an einen Friedhof kommen und durch das offene Tor gehen. Wir wandern umher, entziffern die Inschriften der Grabsteine, entziffern Lebensläufe. Schweigen, reden, schweigen. Es schneit heftiger. Der Boden wird weiß. Wir stehen vor einem frisch ausgehobenen Grab. Ich sehe Fanshawe in das Grab hinabsteigen, sich in das Grab legen. Sein halbes Lächeln starrt mich an, während ihm der Schnee aufs Gesicht fällt. Ich versuche, nur für einen Augenblick das zu sehen, was er sieht. Ich wende den Kopf. Und sehe nur ein Chaos aus Schnee, das auf mich herabstürzt. Fanshawes Vater ist an diesem Nachmittag gestorben. Riverside Drive. 20. Mai 1978. Wenn du es schreibst, wird es mich nicht wirklich beunruhigen. Du müsstest ja auch über dich und Fanshawe schreiben. Vielleicht ist es ja an der Zeit, ihn auszulöschen. Ihn mit Wörtern auszulöschen. Ein Grab aus Wörtern? Wie kannst du nur so ruhig sein? Weil ich dich liebe. Vielleicht ist es das Projekt, das du brauchst, um wieder schreiben zu können. Du hast meine Notizbücher gefunden. Sophie, ich verkaufe meine Seele. Sophie, dieses Buch ist eine Lüge. Ich hasse es. Sophie, ich verkaufe meine Seele. Vielleicht ist es das Projekt, das du brauchst, um wieder schreiben zu können. Irvington,
New Jersey. 26. Juni 1978. Hier bist du nun. Der kleine Junge von nebenan. Derselbe Mensch, der mit beschmutzten Schuhen durch dieses Haus lief. Weiße Hose. Rote Seidenbluse. Ihr sonnengebräunter, faltenloser Hals entblößt. Eine blühende Schönheit noch immer. Sie hält sich in Form. Golf, Einkaufsorgien in New York, schnell wechselnde Affären. Sie ist schön. Und sie will, dass ich es sehe. Paul. Ein Mann. Erwachsen. Schreibt eine Biografie über meinen Sohn. Mrs. Fanshawe, die Mutter eines Genies. Du bist der Vater meines Enkels, ist dir das bewusst? Du bist mit der Frau meines Sohnes verheiratet. Hätte mir vor 10 Jahren jemand erzählt, das ist die Zukunft, ich hätte nur gelacht. Spargel, kalter Lachs, Käse, Weißwein, Kerzen, Blumen, Blicke. Beiläufig direkt. Und die Musik. Ach, du weißt gar nicht, wie gut es mir tut, dich hier zu haben. Der kleine Junge von nebenan schreibt eine Biografie über den kleinen Jungen von Jane Fanshawe. Wie fremd das alles ist. Du siehst sogar aus wie er. Hast immer wie er ausgesehen. Brüder, Zwillinge. Ich habe euch oft verwechselt. Ich weiß, wie sehr du ihn geliebt hast. Wie sehr du zu ihm aufgesehen hast. Ein Augustnachmittag. Ich bin 13. Ich sehe durch mein Fenster in den Nachbargarten. Ich sehe Mrs. Fanshawe in einem roten Bikini aus dem Haus kommen. Ich sehe sie lässig das Oberteil abstreifen und sich in die Sonne legen. Ich sitze tagträumend an meinem Fenster und dann, ganz unerwartet, kommt eine schöne Frau in meinen Blick. Fast nackt, nichts von meiner Anwesenheit ahnend, als hätte ich das Bild herbeigeträumt. Aber er war anders als du. Er war innerlich kalt, tot. Ich glaube nicht, dass er jemals jemanden geliebt hat. Du hast deine Mutter umarmt, ließest dich von ihr küssen. Ich habe es gesehen, oft, wenn ich am Fenster stand. Er ließ sich von mir nicht einmal berühren. Was glaubst du wohl, wie eine Frau sich fühlt, wenn ihr eigener Sohn sie so zurückweist? Ich war damals so verdammt jung. Komplizen, ohne dass wir es wissen. Spürt sie den Hass auf Fanshawe in mir, der dem ihren gleicht? Erahnt sie das geheime Band zwischen uns? Ich sage nicht, dass er schlecht war. Er war ein sehr eigenes Wesen, ein Kind ohne Eltern. Wir existierten nicht für ihn. Arme, gequälte Ellen. Zu ihr war er gut. Zu gut. Wir beide wissen es. Er machte sie von sich abhängig. Er verstand sie. Er gab ihr Ratschläge, er löste ihre Probleme. Ellen vertraute ihrem Bruder so sehr, dass sie ihm schließlich ihre Seele verkaufte. Das arme Mädchen ist 27 und bleibt auch immer 14. Und das nur, wenn es ihr gut geht. So durcheinander, so voller Erschrecken. Mich zu ficken wäre das gleiche wie Fanshawe zu ficken, wie ihren eigenen Sohn zu ficken. Und in der Finsternis dieser Sünde würde sie ihn zurückbekommen, aber nur, um ihn zu vernichten. Ihr Bruder schrieb damals Gedichte. Du kennst diese Gedichte. Leidenschaftlich, hochgestochen, unverständlich. So dunkel, als wären sie in einem Code geschrieben. Für Ellen waren die Gedichte geheime Botschaften. Sie bedeuteten ihr alles. Alles. Als sie erschöpft ist vor Trauer, als ihr die Wörter zerbrechen, als sich die Wörter in ihre Tränen stürzten, eine einzige Berührung nur. Eine blinde Erinnerung an andere Körper, andere Umarmungen. Nichts mehr zwischen uns. Und dann stand sie eines Tages in diesem Supermarkt, mitten im Glas der zerschmetterten Flaschen, stand mit blutenden Knöcheln in all dem zersplitterten Glas, in diesem Brei aus Scherben und Apfelsaft und schrie und tobte. 3 Männer waren nötig, um sie fortzubringen. Nein, das hat nichts mit meinem Leben zu tun, nichts mit Sophie. Niemand wird leiden. Ihretwegen verließ er Harvard. Er fühlte sich schuldig.
Ihretwegen legte er das Gelübde ab, nie etwas zu veröffentlichen. Und er hielt sich daran für den Rest seines Lebens auf seine eigensinnige, unmenschliche Weise. Bis zum Ende. Es gefällt mir, Fanshawes Mutter zu ficken. Aber es ist keine Zärtlichkeit in mir. Jemand in Cambridge verschaffte ihm einen Job auf diesem Tanker. Ich habe ihn erst 5 Jahre später wiedergesehen. Briefe. Aber nur für Ellen. Ich hätte sie verbrennen sollen. Ich fand das alles so erbärmlich. Ich hämmerte diese Frau, als wollte ich sie vernichten. Ich drang in meine eigene Finsternis ein. Und was ich dort sah, war schrecklicher als alles andere. Feige. Und erbärmlich. Aber sie ist nur ein Schatten. Fanshawes Schatten. Schweißüberströmt, stöhnen wie die Geschöpfe eines Albtraums. Wir beisammen in ihr. Und endlich verstand ich. Ich will Fanshaw töten. Ich werde ihn finden und töten. Im Port Authority Bus Terminal verließ ich den Bus. Ich suchte eine Toilette auf, wusch mir Gesicht und Hände und bestieg die U-Bahn. Ich hatte die Briefe. Ich habe die Briefe. Ich werde ihn finden. Riverside Drive, 16. August 1978. Worauf es hinausläuft, denke ich, ist eine Frage der Methode. Fanshawe hat irgendwann, irgendwo einen Fehler gemacht. Irgendjemand weiß, wo er sich aufhält. Irgendjemand hat ihn irgendwann, irgendwo gesehen. Die Briefumschläge ohne Absender, aber sie liefern Hinweise auf Orte. Baytown, Corpus Christi, Charleston, Baton Rouge, verschiedene Arrondissements von Paris, ein Dorf in der Provence. Seit mehreren Wochen sitze ich in meinem Zimmer, lege Listen an, verbinde Menschen mit Orten, Orte mit Zeiten, Zeiten mit Menschen, zeichne Karten und Tabellen, finde Adressen, schreibe Briefe. Ich war jetzt Detektiv. Wenn ich hinausginge, würde ich Spuren finden. Alles verengt sich auf dieses eine Ziel, Fanshawe zu finden, Fanshawe ein letztes Mal gegenüberzutreten. Aber es wollen sich keine Bilder einstellen. Wie endet es? Wird Fanshawe mich töten? Ich muss ihn finden. Oder nichts wird je entschieden sein. William Wilson, Hoboken, New Jersey. 23. März 1979. Ich fühle mich geschmeichelt. Aber warum gehen Sie nicht zur Polizei? Die ist für diese Art Sachen besser ausgerüstet. Und sie würde alles... Mr. Wilson! Sagen Sie Bill zu mir. Gut, Bill. Hören Sie zu. Ich suche ihn seit 2 Monaten. Ich habe mir alle Berichte über nicht identifizierte Leichen beschafft. Ich habe die Leute im städtischen Leichenschauhaus bestochen. Quinn? Im Leichenschauhaus? Eine wunderbare Vorstellung. Ich habe versucht, seine Familie ausfindig zu machen. Quinn und Familie? Das ist gut. Das ist sehr gut. Es bleiben nur Sie, Bill. Niemand sonst. Natürlich, wir waren Partner. Aber wir kannten uns kaum. Jeder arbeitete auf eigene Rechnung. Ihr Partner verschwindet und Sie machen einfach so weiter? Ich bin umgezogen. Außerdem ist das lange her. Wilson, Sie vergeuden meine Zeit. Was soll ich sagen? Wir hatten damals dieses Büro drüben in Tribeca, West Broadway, 3 Blocks südlich von Chamber Street Station. Nun, Quinn sollte einen entlaufenen Ehemann aufspüren. Die Frau lebte in Chelsea, glaube ich. Was ist mit Quinn? Was soll ich sagen? Ich glaube, er war dem Kerl auf der Spur. Irgendwie. Routinefall eben. Wissen Sie, Mister, wie viele Ehemänner täglich verschwinden? Einfach so. Bill. Nun ja, eines Tages kommt er ins Büro, sieht aus wie durch den Wolf gedreht. Du siehst verdammt schlecht aus, Quinn, sage ich. Du solltest Urlaub machen. Genau das habe ich vor, sagte er. Und? Wo ist er? Tja, es gibt viele Leute, die Urlaub machen und so viel Gefallen daran finden, dass sie ganz vergessen, dass sie ja eigentlich nur Urlaub machen. Fahren Sie nach Miami, Mister. Wird Ihnen gefallen?
Vielleicht kommen sie nie zurück. Wilson. Bill. Ich höre. Was soll ich sagen? Quinn sah verdammt schlecht aus. Aber er hatte Kohle. Nicht so knapp. Und er stank. Nach Angst. Riverside Drive, 26. April 1979. Genug davon. Genug wovon? Von allem. Genug von Fanshawe, von seinen Kartons, von seinen Händen, seinen Büchern, genug. Was willst du damit machen? Sophie, was willst du damit machen? Wozu ist ein Schrank gut, wenn man ihn nicht benutzen kann? Er ist tot. Er ist tot. Und wenn er tot ist, wozu brauchen wir all diesen ganzen Müll? Als würde man mit einer Leiche zusammenleben. Wir könnten später alles der Heilsarmee geben. Sofort! Alles muss weg! Sofort! Die Bücher sollte ich noch ein Weilchen behalten. Ich sollte eine Liste anfertigen und nachsehen, ob ich irgendwelche Randbemerkungen finde. Du verstehst aber auch gar nichts, oder? Du bist taub! Du hörst überhaupt nicht, was ich dir sage! Ich tue mein Bestes. Nichts tust du! Du holst ihn ins Leben zurück. Ich schreibe ein Buch. Das ist alles. Nur ein Buch. Aber ich muss es doch ernst nehmen. Da ist mehr. Ich weiß es. Ich fühle es. Wie soll es mit uns weitergehen, wenn er nicht tot ist? Verstehst du das nicht? Auch wenn er lebt, er muss tot sein. Was soll das? Er ist tot. Nicht mehr lange. Nicht, wenn du so weitermachst. Aber du wolltest, dass ich das Buch schreibe. Gott, das war vor 100 Jahren. Ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich bin doch fast am Ende. Diese Reise ist nur der Schlusspunkt. Und was dann? Wir werden sehen. Ja, das ist es, wovor ich Angst habe. Du könntest mitkommen. Nach Paris? Du gehst allein. Falls du zurückkommst... Sprich nicht so, Sophie. Wir treiben direkt auf das Ende zu, Paul. Und du weißt es nicht einmal. Du wirst davongehen. Ich werde dich nicht wiedersehen. Avenue Henri Martin, Paris-Passy, 16e Arrondissement, 5. Juni 1979. Monsieur, I've been producing for over 30 years. There were countless ups and downs. I've backed good films and bad films, big films and small films, art films and trash films. So you don't have to tell me how to do my job. Eine Biografie? Fanshawe? Guter Gott, ist er jetzt berühmt? Dieses Buch da, taugt es was? Ein richtiger Roman? Neverland? Gut. Lassen Sie es hier. Ich werde es lesen lassen. Und komme ich drin vor? Anne, hören Sie? Im 7. Kapitel? Wirklich? Hey. An! Wer that bitch? Monsieur? Wie bin ich? An! Listen, this is just what I wanted. It is just right. This is the movies, not Shakespeare. Tell him, and then, An. Monsieur? Put me through to this trash doctor. Oui, monsieur, oui. Tja, na, was hat er gemacht? Ein paar Jobs für mich erledigt, das war's. Treatments überarbeiten, ein bisschen übersetzen hier, ein paar Skriptsynopsen da, ein bisschen Ghostwriting für meine Frau. Sollte meine Frau beim Romanschreiben zur Hand gehen. Ich habe sie aufs Land geschickt.
Er hat einen Vorschuss kassiert. Hunderte Dollars. Und kein Roman. Meine Frau war nicht inspiriert. Guter Gott, es war sein Job. Kein Roman, kein Geld. Er wollte den Vorschuss nicht zurückzahlen. Ich habe ihn gefeuert. Ein smarter Junge, aber zu steif. Zu steif. Very literary. If you know what I think. Hallo? Ich sehe mich in diesem monumentalen Büro in der Avenue Martha. Das Zauberwort. Biografie. Türen öffnen sich. Ich höre zu. Vor langer Zeit schon scheine ich vergessen zu haben, was ich suche. Ich sammle belanglose Einzelheiten. Haufen nutzloser Fußnoten. Müll. Ich sehe mich endlich aufstehen. Sehe mich das Büro verlassen. Niemand würde mich mehr beobachten. Niemanden würde ich mehr täuschen müssen. Auch Sophie nicht. Ich sehe mich über die Seine zu meinem Hotel in der Rue de Goff zurückgehen. Ich fühle das Glück. Mein Atem geht jetzt ruhig. Gérard Pellegrin, look, some people say my financial dealings with the rich border on the criminal. Aber ich tue nur meinen Job lieber. And I'm quite gentle with toes down on their luck. Es steht schlimm um mich. Als einer meiner Ex-Regisseure oben im Wohnzimmer Selbstmord beging, woran man sich halten kann. Seinen Mantel, ihrem Fanshow, keine Spuren. Und hatte ihn nicht getragen, da kein keine Hinweise. Ein langes, schwarzes nichts, dem man folgen könnte. Ein Spion? Unser Fanshow? But I liked his Fanshow. Thought we could irgendwo something of him. Begraben. In one of my und mit ihm sein ganzes Leben. Swashbuckling adventure story. War nicht hat die Suche ein Ende? I've got other eggs to fry. So in the und das Erinnern. Was soll's? Café Le Rouquet, Paris-Luxembourg, 6e Arrondissement, 3. Juli 1979. Anne Michaud? Oh mein Gott, Franz? Anne Michaud? Entschuldigen Sie. Ja, natürlich. Anne Michaud. Fanshow hat sie in seinen Briefen erwähnt. Sie sind dieser Freund von Fanshaw? Sie waren befreundet. Sehr befreundet? Was hat er gemacht in Paris? Sie schreiben seine Biografie. Ist er berühmt in Amerika? Hat er es geschafft? Geschafft? Er war ein Dichter. Mein Gott, das ist 9 Jahre her. Er schrieb Gedichte. Ein Dichter in Paris. Ein amerikanischer Dichter in Paris. Alle Amerikaner in Paris sind Dichter. Hat er es geschafft? Ich glaube schon. Ich hab's gewusst. Er trug immer so einen langen schwarzen Mantel. Bis zu den Knöcheln. Sah gut darin aus. Einmalig. 9 Jahre. Sicher würde ich ihn nicht wiedererkennen. 9 Jahre. Ich weiß gar nicht, was ich mir gedacht habe. Im ersten Augenblick dachte ich, Franz käme durch die Tür. Eigentlich sehen Sie ihm nicht ähnlich. Es muss das Amerikanische an euch beiden sein. Er hat es also geschafft. Berühmt. Fanshaw. Berühmt. Wie dieser Russe mit dem unaussprechlichen Namen. Ich verstehe nicht. Er wollte so berühmt werden wie dieser arme, alte Russe. Ein berühmter Komponist. Franz hat ihn oft besucht. Franz hatte eine winzige Wohnung in der Rue Mavas, drüben in Vaugirard. Ein paar Schritte nur bis zum Lycée C, wo er 1-2 Sprachschüler hatte. Ein paar Schritte nur bis Grenelle, wo dieser Wischnegritzky hauste. Ein blitzartiges Aufflackern nur. Er hat ihm einen Kühlschrank geschenkt. Hatte sie mich erkannt? Und immer trug er im selben Augenblick schon vorbei. Schwarzen Mantel.
Sie muss meine Bestürzung bemerkt haben, denn sie entschuldigte sich, als hätte sie etwas Unrechtes getan. Hat sie mich erkannt? Der New York Times. Beklemmung. Ich habe ihn blankes Entsetzen. Abgeholt. Der Boden beginnt zu schwanken. Es fällt mir schwer, stillzusitzen. Es fällt mir schwer, mich zu bewegen. Aber wir wussten es alle. Ich scheine woanders zu sein und vergessen zu haben, wo ich bin. Wir waren so jung. Ich kann die Dinge nicht mehr auseinanderhalten. Quai de Béthune. Paris Panthéon, 5e Arrondissement. 7. Juli 1979. Wir konnten in diesem Jahr, war es nicht 71? Ja, 71 auf 72. Hm. Wir konnten uns in diesem Jahr nicht aufs Land zurückziehen. Wir hatten eine längere Reise nach Japan geplant. Also baten wir Fenshaw, das Haus für uns zu hüten. Es war einige Male dort eingebrochen worden. Ja, und so wollten wir es nicht so gern leer stehen lassen. Tee, Paul? Tee, Mrs. Deadman. Es ist unser Paradies. Ginster, Thymian, Zikaden. Und eine Ahnung von Meer in der Luft. Wir lieben die Provence. Natürlich wollten wir keine Miete. Wir überließen ihm auch das Auto. Fenshaw erhielt ein kleines Salär, nicht viel. Aber er meinte, es sei mehr als genug, um damit zurechtzukommen. Ich glaube, Deadman, du solltest hinzufügen, dass es uns auch lieber war, Fenshaw zu bezahlen, damit er für das eine Jahr dort wohnen und schreiben konnte, als das Haus an Fremde vermieten zu müssen. Sicher? Ja, ja, so war es, meine Liebe. Wir sind eben Amerikaner. Zweifellos war Fenshaw ein ungewöhnlicher Mensch. Trug er nicht immer diesen langen, wehenden Mantel? Und zweifellos hat er auch ungewöhnliche Erfahrungen machen müssen. Wir trafen ihn auf einer dieser schrecklichen Partys in Passy. Ach, dieser schreckliche Movie-Producer in seinem monströsen Apartment mit seiner exaltiert exotischen Gattin. Ja, Avenue Martin, wenn ich mich recht erinnere. Und Fenshaw war der einzige Lichtblick. Zurückhaltend, fast verschlossen. Er musste die Drinks servieren. Ein bisschen introvertiert, ein bisschen unamerikanisch, nicht? Er fühlte sich unwohl dort. Aber das Buffet war nicht zu verachten. Und dann war er nur immer mit diesem Büromädchen zusammen. Kurz, das Haus in der Provence konnte ihm nur gut tun. Ein Refugium. Der nächste Nachbar, 2 Meilen entfernt. Er sah wohl kaum jemanden dort. Sein Gedichtband Groundwork. Eine reiche Ernte dieser Zeit. Sehr reich. Aber nur, weil ihn die Kargheit dieses Lebens zur Disziplin zwang. Man merkt es. Die Einsamkeit führte ihn zu sich selbst zurück. Jedenfalls, als wir aus Japan zurückkamen, war er verschwunden. Kein Wort. Ja, wissen Sie, Paul, Sie müssen unbedingt unser Haus sehen. Es ist schließlich das Haus, in dem er gelebt und gearbeitet hat, nicht wahr, Deadman? Eine sehr gute Idee. Das muss kein kurzer Besuch sein. Vor August werden wir auf keinen Fall hinausfahren können. Ist es nicht so, Deadman? Es ist ein Ort des Erinnerns. Fenshaws Auge ist jetzt unglaublich scharf. Sicher wird es Ihrem Und man Buch ahnt, dass er einen neuen Zugang zu den Wörtern gefunden hat. Das sollten Sie wissen, Paul. Als habe sich der Abstand zwischen Sehen und Schreiben verkürzt. Zu Zeiten der Revolution. Als seien die beiden Vorgänge nun fast identisch. Die Landschaft scheint ihn zu verändern, ihn tiefer in sich selbst zu verwurzeln. Seine Arbeiten sind nicht länger nur Versprechen. Das Versprechen löst sich ein auf unverwechselbare eigene Weise. Man sucht in den Texten vergebens nach Spuren von Wahnsinn oder nach Anzeichen von Vorstellungen, die Auslöser hätten werden können für seinen später auftretenden Drang zur Selbstzerstörung. Fenshaw ist gesund. Er hat sich unter Kontrolle. So sieht es jedenfalls aus.
Salerne, Département Var, Provence. 3. August 1979. Shutters closed. The dust of a former self emptying the space I do not fill. This light that grows in the corner of the room where the whole of the room has moved. 25. August 1972. Halt's Maul, du Kröte! Ich war sein Freund. Aber muss ich deshalb zusehen, wie er die Wände beschmiert? Gehört ein Gedicht an die Wand? Ich wollte es übertünchen. Aber Madame Dedmont sagt, es ist Kunst. Also bleibt es. Weil es Kunst ist. Where the whole of the room has moved. Gehört ein Gedicht an die Wand, frage ich. Sie müssen ihn gut gekannt haben. Ich war sein Freund. Er hat mich oft besucht. 3 Kilometer bergauf. Ich habe ihm beigebracht, wie man mit der Flinte umgeht. Naturtalent. War er später nochmal hier? Er hat mir ein Paket geschickt aus Amerika. Und wissen Sie, was drin war? Nein? Wissen Sie nicht? Ein Cowboyhut. Ein wunderbarer weißer Cowboyhut. Ein Cowboyhut. Ein Cowboyhut. Brandneu. Ein Cowboyhut aus New York. Ich habe ihn noch nie getragen. Brandneu. Ich hebe ihn auf. Für den richtigen Augenblick. Das Haus verschließt sich mir. Weist mich ab. Die Revolution wird kommen. Gönnt mir keinen Raum. Ich habe hier nichts zu suchen. Das Haus ist leer. Ich mir ein weißes Pferd kaufen. Aber ich bin nicht allein. Und welch ein Irrtum. Nach all den Monaten, nach all den vergeblichen Versuchen, es war keine Suche. Ich werde die Straße, es war Flucht. Die vorgetäuschte Biografie, die endlosen Umwege, der Versuch, ihn abzuschütteln, auf Distanz zu kommen, jenseits der Grenzen meines eigenen Lebens. Welch ein Irrtum. Es gibt kein Entkommen. Der kühle Eidechsenblick. Fanshawe war immer genau da, wo ich war, von Anfang an. Wie in Amerika. Ich konnte mir kein Bild von ihm machen. Das Erinnern erfindet mir nur einen leeren weißen Raum. Ein armseliges Bild. Die Tür eines verschlossenen Raumes. Fanshawe allein in diesem Raum zu mythischer Einsamkeit verdammt. Lebend vielleicht. Vielleicht atmend. Vielleicht träumend. Dieser Raum, ich spüre es jetzt, befindet sich inmitten meines Schädels. Fanshawe! Rue Mademoiselle, Paris-Grenelle, 15. Arrondissement. 15. Oktober 1979. Was soll ich sagen? Wie war er? Ich bin Komponist. Ich bin arm. Ich bin alt. Ich bin einsam. Erzähl, Ivan Wischnikratzky, erzähl. Ich lebe seit 40 Jahren in Paris. Leyel hat mir ein Vierteltonklavier konstruiert. Ich komponiere. Meine Frau ist gestorben. Ich experimentiere mit Mikrotönen. Meine Butter schmilzt in der Küche, im Wandkasten, hinter Fliegendraht, in einem schäbigen Appartement in Grenelle hier. Fanshawe. Ivan, erzähl. Er kommt mit einem Kühlschrank. Dieser junge Amerikaner kommt mit einem Kühlschrank, schleppt ihn die Treppen hoch, hat selber nichts. Aber er schenkt mir seinen Kühlschrank. Ein Wunder. Er ist groß, er ist laut,
sehr laut, sehr groß. Die Butter schmilzt nicht mehr. Ich kann mich nicht konzentrieren. Der Lärm, dieser schreckliche Lärm. Wie soll man komponieren bei dem Lärm? Der Kühlschrank ist ein Geschenk des Himmels, aber er ist laut. Was habt ihr geredet, Ivan? Was soll ich machen? Der Kühlschrank wird kaputt gehen. Das Eis, das viele Eis. Ich muss den Hammer nehmen, denke ich. Ich hänge sehr an dem Wandkasten in der Küche. Das ist schon ranzige Butter. Lieber junger Freund, mit einem alten Mann ist nicht viel anzufangen. Es ist zu spät, sich zu ändern. Ivan, es ist nicht zu spät. Ja, Monsieur. Ja, Monsieur. Monsieur Wischnikratzke hat hier gewohnt. Im September haben wir ihn begraben. Ein Trauerspiel. Ach, ein Trauerspiel, Monsieur. Hôtel du Brésil, Rue Le Goff, 5. Arrondissement, 30. Oktober 1979. Ich sehe mich auf einer Straße betrunken umfallen, wieder aufstehen, auf einen Laternenmast zutorkeln und meine Schuhe bekotzen. Ich sehe mich in einem beleuchteten Kinosaal sitzen und die Leute betrachten, die um mich herum aufstehen und nacheinander das Kino verlassen, unfähig, mich an den Film zu erinnern, den ich gerade gesehen habe. Ich sehe mich nachts durch die Rue Saint-Denis ziehen und Nutten aufgabeln. Mein Kopf verbrennt unter den Bildern nackter Leiber, ein unentwirrbares Knäuel, nackter Brüste, nackter Schenkel, nackter Hintern. Ich sehe, wie mein Schwanz gelutscht wird. Ich fickte mir das Gehirn aus dem Kopf. Ich soff mich in eine andere Welt. Fanshawe war fort und ich mit ihm. Das Ende steht mir klar vor Augen. Es erschreckt mich nicht, das zu betrachten, was noch geschieht. Das Erinnern ist in den Wörtern. Und wenn Wörter folgen, so deshalb, weil keine andere Wahl ist. Ich muss ihnen folgen. Der Kampf ist in den Wörtern. Und auch der Abschied. Rue des Trois Frères, 18. Arrondissement. 30. November 1979. Wo bleibt der Champagner? Wo bleibt das Mädchen? Ich darf den unmöglichen Preis für den Champagner bezahlen, also darf ich mit einem der Mädchen an diesem Tisch sitzen und mich bei Bedarf mit ihr zurückziehen. Le Champagne, Monsieur, je suis Virginie. Comme il vous plaira, je me plais ici. Avoir plaisir avec moi. Virginie, Virginie, aus Tahiti bist du. Du bist schön und so jung, so zart. Ein weißes Netzkleid, ein Gewirr von Bändern über der glatten braunen Haut deiner Brüste. Ich küsse dich, Virginie. Oui, je suis Virginie. Voulez-vous boire? Faire chouchou? Virginia. Virginie, oui. Virginia? Du bist Feiwei. Du bist die Verbannte aus Taipei. Ich bin Herman Melville. Ich bin ein amerikanischer Seemann. Ich habe den langen Weg um die halbe Welt nur gemacht, um dich zu retten. Feiwei. Ich bin Herman Melville. Je suis Virginie. Bonsoir. Schau, Feiwei, ich drücke mein Gesicht an deinen Körper. Merci. Meine Hand streift dein Bein. Und du lachst. Lach nur, Feiwei. Ich bin Herman Melville. Ich werde dich retten. Siehst du jenen Amerikaner an der Bar? Sein Französisch ist erstaunlich gut. Er ist groß, athletisch gebaut, blond, ein jungenhafter Amerikaner. Ein Hochschulabsolvent, ein junger Anwalt, der in Paris für eine amerikanische Firma arbeitet. Ich habe ihn nie zuvor gesehen und doch ist er mir vertraut. Mir scheint, ich erkenne ihn, aber er nimmt keine Gestalt an. Vielleicht ist er niemand, vielleicht niemand, vielleicht. Wenn er niemand ist, muss er Fanshawe sein.
Es ist absurd. Fanshawe. Fanshawe. Fanshawe? Es ist Fanshawe. Unsinn. Es ist Fanshawe. Es ist Fanshawe, weil ich es sage. Du bist Fayeway, weil du Fayeway bist. Ich bin gleich zurück. Alter Junge, sieh einer an, so sehen wir uns wieder. Kenne ich Sie? Aber natürlich. Melville, mein Name. Herman Melville. Vielleicht hast du ein paar meiner Bücher gelesen. Nun, ich könnte eines oder zwei gelesen haben, sicher. Bestimmt das über den Wal. Ja, 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 das über den Wal. Das hört man gern. Und, Fanshawe, was führt dich nach Paris? Mitten im November. Wie war der Name? Fanshawe. Fanshawe. F-A-N-S-H-A-W-E. Nun kennen wir das Problem. Sie haben mich verwechselt. Mein Name ist nicht Fanshawe, my name is Peter Stillman. Perhaps you've heard of me, but more than likely not. Hey, no matter. Excuse me. Kein Problem, wenn du dich Stillman nennen willst. Mir soll's recht sein. Redburn, Wilson, Dark, Quinn. Namen sind unwichtig. Was zählt ist, dass ich weiß, wer du wirklich bist. Du bist Fanshawe. Ich wusste sofort, als du hereinkamst. Dieser Fanshawe, was treibt er in einem Laden wie diesem? Nun ist es genug. Es ist ein Irrtum. Lassen wir es dabei. Zu spät, das Geheimnis ist gelüftet. Keine Möglichkeit, dich vor mir zu verstecken, mein Lieber. Lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind irre. Lassen Sie mich in Ruhe, das gibt Ärger. Je suis Virginie. Monsieur Melville. Monsieur Melville. C'est mon frère, cher Fayeway. Il est fou. Je dois le poursuivre. Lauf nur, Fanshawe, lauf um dein Leben. Ich bin der mordlüsterne Fremde, der aus dem Schatten tritt. Ich bin das Messer, das dir in den Rücken fährt. Ich bin das rasende Auto, das dich zu Tode quetscht. Lauf, Fanshawe, es ist deine einzige Rettung. Deine Angst strahlt mich an. Ich bin dein tollwütiger Verfolger. Es ist zu spät, Fanshawe! Ich bin vollkommen klar. Du wirst mir nicht entkommen! Kein Flattern im Hirn. Es ist ungeheuerlich, aber ich tue es. Ich weiß, wer du bist! Fanshawe, Redburn, Stillman, Dark! Aber ich bin Herman Melville. Ich bin Nathaniel Hawthorne. Ich bin Edgar Poe. Du spürst meine Erregung, Fanshawe. Du bist unschuldig, aber du hast Angst. Also bist du Fanshawe. Es ist aus, Fanshawe! Ich fühle nichts. Süßes Gift im Blut, Geruch des Nichts, der Augenblick des Todes. Ich sterbe. Hotel du Brésil, Rue Le Goff, 5e Arrondissement. 3. Dezember 1979. Nein, Paul, du schreibst eine Biografie. Und was haben wir? Außer dieser Vorliebe für rote Notizbücher? Einen Fanshawe von Hawthorne. Eine Frau, zwei Männer. Einer Amerikaner, der andere Intellektueller. Wer kriegt die Frau? Bist du der Amerikaner? Paul! Ich liege auf dem Bett einen Wakefield von Hawthorne, und betrachte die Lamellen der geschlossenen Jalousien. Seit drei Tagen liege ich in diesem Zimmer. Ich beginne zu begreifen, dass ich überlebt habe. Gebrochene Finger, die Schläfen aufgeschlagen, Blut, das Atmen schmerzt. Ich lebe und ich verstehe es nicht. Wer ist Sophie, wenn du Melville bist? Ich erinnere mich. Und wer bin ich? Wer das ist Nacht war. Green? Der Schmerz. Alles andere ist verschüttet. Sophie. Sophie. Riverside Drive, New York. 15. März 1982. Paul, ich habe gute Nachrichten. Ruf mich an, sobald du zurück bist. Stuart Green, 15. Januar 1980. Hallo Paul, für die Jacket Illustrations können wir sie alle haben. Art Spiegelman, Irene von Tresco, Paul Burgess, alle grandios.
Stuart Green, 15. Dezember 1980. Paul, hör zu. This is a writer whose work shines with intelligence and originality. Don DeLillo. Paul, du wirst aus Fanshawes Schatten heraustreten. Stuart Green, 15. Januar 1981. Paul, was soll das heißen? Du gibst den Biografieauftrag zurück. Was soll das heißen? Du zahlst den Vorschuss zurück. Paul, das kannst du nicht machen. Das ist unmöglich, verdammt unmöglich, und du weißt das. Stuart Green, 15. Dezember 1981. Unmöglich länger durchzuhalten. Musste ich sprechen. Boston, Columbus Square 9. 1. April. Dort wird es enden. Ich verspreche es. Paul, es ist aus. Endgültig, vorbei. Ich bin ausgezogen. Ben geht es gut. Ben geht es gut. Versuch nicht, mich zu finden. Paul, ich bin schwanger. Unmöglich länger durchzuhalten, musste ich sprechen. Boston, Columbus Square 9, 1. April. Dort wird es enden, ich verspreche es. Columbus Square 9, 1. April. Dort wird es enden, ich verspreche es. Wird es enden, ich verspreche es. Columbus Square, Boston. 1. April 1982. Hier drinnen. Hier drinnen. Bist du das, Fanshawe? Nicht dieser Name. Ich erlaube dir nicht, diesen Namen auszusprechen. Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Das kann ich nicht. Wir müssen so miteinander reden. Mach auf! Mach auf! Ich schlag die Tür ein! Die Tür bleibt verschlossen. Wenn du durch die Tür kommst, werde ich dich töten. Ich glaub dir kein Wort. Gut, gut. Du hast einen Revolver. Mach die Tür auf. Wie soll ich wissen, wer du bist? Du musst mir vertrauen. Vertrauen? Dazu ist es zu spät. Du bist am richtigen Ort, also bin ich die richtige Person. Das sollte genügen. Das genügt nicht. Fanshawe, ich verlange... Ich gehe einfach. Nicht Fanshawe. Nicht Fanshawe. Nie wieder. Bist du noch da? Ja. Verzeih mir. Ich wollte nicht, dass es so beginnt. Du hast mich gebeten, hierher zu kommen. Ich weiß. Ich bin dir dankbar. Was also soll ich hier? Du sollst mich nicht hassen. Ich hasse dich nicht. Es gab eine Zeit, da habe ich es getan. Das ist vorbei. Dieses ist mein letzter Tag. Meine Zeit ist um. Dein letzter Tag? Hör auf! Was machst du hier? Wo bist du gewesen? Dies ist ein riesiges Land. Ich war ständig in Bewegung. Die Wüste. Eine Hütte in Arizona. Ich habe draußen gelebt. Lügen. Ich erwarte nichts von dir. Ich erzähle nur die Geschichte. Was ist mit Quinn? Er kam mir zu nahe. Und? Nun, es gibt Mittel und Wege. Verdammt, was heißt das? Irgendwo in New Mexico. Ein Diner am Straßenrand. Jemand hatte seine Zeitung vergessen. Neverland. Und? Warst du überrascht? Verärgert. Beunruhigt. Ich verstehe nicht. Das Buch ist Müll. Alles, was ich gemacht habe, Müll. Warum hast du es nicht verbrannt? Mein Baby hängt an seiner Scheiße. Und Sophie? Ich musste einen Mann für sie finden. Die Romane. Die Stücke. Die Gedichte. Du hättest sie vernichten sollen, Müll. Ich brauchte einen Mann für Sophie. Das war alles. Das war alles. Als das Buch da war, gab es keine Umkehr mehr. Das Buch warf mich auf alles zurück, was ich getan hatte. Scheiß Buch. Ich konnte nicht mehr klar denken. Ich ging nach New York. Es ist absurd, aber
aber ich ging nach New York. Ich dachte, du wärst tot. Das Buch war das Problem. Ich hatte nicht damit gerechnet. Damals rief ich dich an. Ich war außer mir. Ich wollte, dass du leidest. Du lügst. Ich erzähle. Ich habe euch beobachtet in New York. Ich habe einen Monat vor eurem Haus campiert, Riverside Drive. Ich bin euch gefolgt, überall in Irvington. Ich habe deine Mutter gevögelt. Ich habe deine Frau gevögelt. Ich habe dir deinen Sohn weggenommen. Ich lebe von deinem Geld. Ein oder zweimal bin ich mit dir auf der Straße zusammengestoßen. Ich sah dir direkt in die Augen. Du hast es nicht bemerkt. Lügen. Hättest du mich erkannt, ich hätte dich erschossen. Und was hielt dich davon ab? Mein Kopf war voller Mordgedanken. Schlechter Stoff. Ich fand den Mut, wegzugehen. Ich fuhr wieder zur See, sah nichts, fühlte nichts, tat nichts. Ich landete schließlich in Boston mit der Heuer von 2 Jahren. Genug, um dieses Haus zu kaufen. Du bist verrückt. Mein Name ist Henry Dark. Henry Dark? Henry Dark! Und du willst hier sterben? Heute? Ich habe herausgefunden, was herauszufinden war. Es lohnt nicht, weiterzumachen. Ich bin müde. Ich habe genug. Sonst nichts? Hinter dir das rote Notizbuch. Es ist für dich. 6 Monate habe ich damit verbracht. Nimm es, lies es. Das ist absurd. Absurd. Was hat dir Sophie getan? Es war mir nicht bestimmt, wie andere Menschen zu leben. Warum? Warum? Lies das Notizbuch. Ich habe es für dich geschrieben. Das ist alles? Wir sind am Ende. Komm da raus! Ich will dich sehen! Du würdest für nichts sterben. Ich bin schon tot. Ist der Tod eine solche Versuchung? Er ist das Einzige, was bleibt. Du Idiot! Du bist ein Narr! Ein verdammter Idiot! Du verdienst es zu sterben! Krepier doch! Krepier! Krepier! Du sollst jetzt gehen. Ich will nicht. Wir haben noch zu reden. Nein, es ist vorbei. Geh zurück nach New York. Das ist alles, worum ich dich bitte. Boston, South Station. 1. April 1982. Ich sitze auf einer der hölzernen Bänke und warte auf den Zug nach New York. Ein paar späte Pendler trollen vorbei. Ein Putzmann bewegt langsam seinen Mop über den Marmorboden. Ich öffne das rote Notizbuch. Ich lese fast eine Stunde lang, blättere vor und zurück. Schon nach dem ersten Satz verliere ich meinen Weg. Ich taste mich voran durch die Dunkelheit, geblendet von den Sätzen, die für mich geschrieben wurden. Ich versuche, einen Sinn in dem zu entdecken, was ich lese. Die Wörter sind mir vertraut, doch scheinen sie auf eine mir fremde Weise verwürfelt, als bestünde ihre Aufgabe nur darin, einander aufzuheben. Jeder Satz löscht den vorausgegangenen. Jeder Abschnitt macht den nächsten unmöglich. Fragen werden zu Antworten auf Fragen. Alles bleibt offen, unvollendet, muss neu begonnen werden. Ich lese die Wörter mit meinen eigenen Augen und beginne, meinen eigenen Wörtern zu misstrauen. Es ist sonderbar, doch dieses verworrene Notizbuch hinterlässt ein bleibendes Gefühl großer Klarheit. Ein Gefühl großer Klarheit. Mehrere Minuten vor Abfahrt des Zuges
gehe ich zu den Bahnsteigen hinaus. Ich sehe meinen Atem vor mir in der Luft. Nebelgewölk, das meinem Mund entströmt. Ich reiße die Seiten aus meinem Notizbuch, eine nach der anderen, zerknülle sie in meiner Hand, werfe sie in einen Abfallkorb. Der Zug verlässt den Bahnhof. Ich habe das letzte Blatt noch in meiner Hand. Hinter verschlossenen Türen von Paul Auster.